wie Narzissten es schaffen, dich in ihre Traumwelt zu fangen, zu manipulieren, nenn es wie du es willst. Sie manipulieren dich mit falscher Hoffnung. Die wissen, du bist jemand, du bist vielleicht jemand, du träumst sehr viel so, du hast viele Träume, viele Visionen und sie nutzen dein visionäres Denken aus. So, ja, in der Zukunft, wir haben dann dies, wir haben dann das und dann wird alles besser und dann wird dies und dann wird das und du glaubst die Scheiße und du siehst im Hier und Jetzt diese Person, wie miserabel sie ist und du siehst in der Zukunft, wie miserabel diese Person wird. Diese narzisstischen Menschen können dir nur falsche Versprechungen machen, falsche Hoffnungen machen, in der Hoffnung, dass du die ganze Scheiße abkaufst und schluckst, so lange, bis du endlich erkannt hast, dass alles eine Lüge ist und dann musst du feststellen, alles klar, ich muss mich distanzieren oder muss weniger Zeit mit diesen Menschen verbringen, weil dieser Mensch verschwendet nur meine Zeit oder nutzt mich nur aus oder lügt mich nur an oder hintergeht mich nur, weil diese Menschen, du musst verstehen, diese narzisstischen Menschen sind gut im Manipulieren, sind gut im Lügen, sind gut im Fremdgehen, alles, was du dir vorstellen kannst, weil sie kein Gewissen haben. Sie denken nicht nach, die handeln einfach und vielleicht im Nachhinein bereuen sie es dann kurz, aber sie gehen trotzdem weiter und verletzen trotzdem weiter andere Menschen, andere arme Menschen, die darauf reinfallen, die auf dieses ganze Manipulationsspiel drauf reinfallen, auf diese ganze Masche drauf reinfallen. Vielleicht bist du in einer Beziehung mit einem Narzissten, der dir die ganze Zeit sagt, ja, es wird sich bald alles verändern, ich werde bald einen neuen Job haben und wir ziehen um, wir gehen in ein Haus, endlich aus der Wohnung raus und bald, wir haben einen Garten und einen Swimmingpool und du siehst aber keine Resultate. Diese Narzissten lieben es, dir Lügenmärchen aufzutischen, wie ein kleines Kind. Ja, der Weihnachtsmann wird kommen, der Weihnachtsmann wird kommen und irgendwann, du bist alt genug und weißt ganz genau, dass es keinen Weihnachtsmann gibt und du fällst nicht mehr auf diese Tricks, auf diese Masche rein. Und genau so ist es bei diesen Narzissten. Irgendwann, wenn du diese Illusion durchbrochen hast, weil alles ist Illusion, was diese Menschen dir auftischen. Sie werden sich verändern, sie werden an sich arbeiten, sie suchen sich Therapie, die machen gar nichts. Die beschweren sich jeden Tag, dass sich irgendwas verändern wird und es soll sich verändern und das ist so böse und das ist so scheiße, aber verändern sich nicht, weil diese Ehrlichkeit zu ihnen selbst ihnen fehlt. Diese Purheit, wirklich ehrlich zu dir zu sein, das können die nicht, weil dann ihr Ego ja kaputt gehen würde, weil sie sich dann ja eingestehen müssten, dass sie nicht vollkommen sind. Aber diese Menschen haben ein riesen Ego, die denken, die sind das Beste. Und wenn dann etwas kommt, das ihnen nicht mehr gefällt, und das ist beispielsweise ein Mensch, den sie nicht mehr manipulieren können, dann lassen sie diesen Menschen fallen und gehen zum nächsten Opfer. Und ich stelle dir heute diese Frage, willst du ein weiteres Opfer von so einem Narzissten sein, der dir nur Lügenmärchen erzählt, der dir nur leere Versprechungen macht, der dich die ganze Zeit fertig macht, der dich die ganze Zeit massakriert, penetriert, der dich die ganze Zeit hintergeht, der dich die ganze Zeit in Frage stellt und kleinredet und schlecht redet und deinen Spirit irritiert? Oder willst du eine gesunde Beziehung haben zu einem gesunden Mensch? Weil das ist das Problem an vielen Menschen. Viele Menschen wollen eine gesunde Beziehung, aber sind in einer toxischen und denken, dass das so sein sollte. Aber das ist nicht so. Wenn du jemanden hast, der dich nicht wertschätzt, der dich ständig nur penetriert mental und vielleicht sogar physikalisch oder was weiß ich, was bei euch abgeht, aber trotzdem, diese Menschen werden sich nicht verändern. Egal wie oft sie dir sagen, es wird sich irgendwas verändern und sie werden sich verändern und der Haushalt wird sich verändern, es wird sich nichts verändern, es wird sich rein gar nichts verändern. Lass die Taten für dich sprechen oder guck dir ihre Taten an und lass dich nicht von ihnen verarschen. Jeder, der wirklich an sich arbeitet, der muss nicht rausgehen, muss 10.000 Mal sagen, dass er an sich arbeiten wird und macht es nicht.
die an sich arbeiten, die müssen nicht jeden Tag sagen, ja, ich mach das, ja, ich mach das, ja, ich mach das, ja, versprochen, aber es kommt nichts dabei rum. Deswegen vertrau auf dich selbst, vertrau aber nicht auf diesen Narzissten. Auf diesen Narzissten ist geschissen, ganz ehrlich, weil die können dir nur Lügen erzählen, weil sie sich ihr ganzes Leben lang schon anlügen. Aber in diesem Sinne will ich dir nur sagen, protect your peace. Dein Frieden ist alles, ohne Scheiß, weil diese Menschen rauben dir jegliche Kraft, die rauben dir jeglichen Verstand. Und das Schlimme ist sogar, dass diese Menschen dann nur, weil du dann sie in Frage stellst und ihnen dann sagst, hey, du hast doch das und das versprochen und das und das und das und das und das und das. Ah, jetzt verlangst du so viel. Ah, jetzt bin ich nicht mehr gut genug. Ah, jetzt bin ich dies. Ah, jetzt bin ich das. Und dann fallen sie wieder in die Opferrolle. Das ist das. Du kannst mit diesen Menschen nicht kommunizieren. Sie sind nicht bereit dafür, offen einzugestehen, dass sie Fehler haben. Deswegen gehen sie immer raus und zeigen mit dem Finger auf andere. Andere sind das Problem, nur sie nicht. Deswegen, in diesem Sinne, bleib dir selbst treu und lass dich nicht auf diese Illusion ein. Lass dich nicht auf diese Manipulation ein von diesen narzisstischen, toxischen Menschen. Das ist alles nur Manipulation, Illusion, der du entkommen musst. Das ist wie Alice im Wunderland. Es scheint alles schön zu sein, aber eigentlich ist es ein Albtraum. Deswegen, und genau so ist es mit denen. Die machen dir, oder wie in der Schokoladenfabrik da, sieht alles wunderschön aus, aber es passiert nur Scheiße. Kinder gehen verloren und was weiß ich. Genau so ist es mit denen. Genau so ist es mit denen. Nur halt, ich mache das jetzt alles im Bildlichen. Was ich damit meine, ist einfach, deine Seele geht dadurch kaputt. Deine ganze Persönlichkeit geht dadurch kaputt. Und du musst dir die Frage stellen, ist es dieser Mensch wert, der dich ständig fertig macht?